Es war im frühen 19. Jahrhundert, als ein Reisender des Nachts bei tosendem Sturm auf einem nordfriesischen Deich entlangritt. Zu linken war nichts als das nasse, öde Land, zu rechten peitschte der Wind unaufhörlich dunkelgraue Wellen den Deich hinauf. Es war bitterkalt und die klammen Hände des Mannes konnten kaum die Zügel halten. Plötzlich bemerkte er, dass ihm auf dem Deich etwas entgegenkam. Er hörte nichts, aber immer deutlicher glaubte er, im fahlen Mondlicht eine dunkle Gestalt auf einem hageren Schimmel zu erkennen. Ein schwarzer Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeireiten starrten ihn zwei brennende Augen aus einem bleichen Gesicht an. Wer war das? Und wieder fiel ihm auf, dass er keinen Hufschlag, kein Schnauben des Pferdes vernommen hatte, obwohl Ross und Reiter dicht an ihm vorbeigaloppiert waren. Gedankenvoll ritt er weiter, doch schon näherte sich der unheimliche Reiter von hinten und flog erneut lautlos an ihm vorbei. Der Reisende sah ihn immer ferner und plötzlich glaubte er, seinen Schatten an der Seeseite des Deichs hinuntergleiten zu sehen, bis ins dunkle Meer. Wo war er hin? Starr vor Angst lenkte der Reisende sein Pferd zu der Stelle, wo die Spukgestalt verschwunden war, doch unten am Deich schlugen nur schwarze Wellen, sonst nichts. Als er den Blick jedoch hob, entdeckte er voller Freude in der Ferne ein großes Haus mit erleuchteten Fenstern. Erleichtert erkannte er, dass es ein Wirtshaus war. Schnell ritt er hin, band sein Pferd an und trat ein. Die anwesenden Männer begrüßten ihn freundlich und forderten ihn sogleich auf, sich zu ihnen zu gesellen. Als er mit ihnen ins Gespräch gekommen war, erzählte er von seiner seltsamen Begegnung auf dem Deich und spürte, wie alle um ihn herum verstummten. »Der Schimmelreiter«, rief einer, und ein Schrecken ging durch die Runde. »Das bedeutet Unglück am Deich.« Doch ein großer, stattlicher Mann, den alle Deichgraf nannten, war aufgestanden und sagte mit ruhiger Stimme, »Ihr braucht keine Angst zu haben, sein Erscheinen gilt nicht uns, für uns besteht keine Gefahr. Wir haben mit dem Hauke Heindeich einen sicheren Damm, der uns bisher noch vor jeder Sturmflut bewahrt hat. Wenn es wirklich der Schimmelreiter war, galt seine Warnung denen drüben, deren alter Deich schon beim letzten Hochwasser gebrochen ist.« Der Gast schauderte. »Verzeiht«, fragte er neugierig, »aber was hat es denn auf sich mit dem Schimmelreiter?« Nun winkte der Deichgraf einen kleinen alten Mann herbei und sagte, »Von uns allen hier kann unser Schulmeister euch am besten vom Schimmelreiter erzählen.« Der alte Mann nickte freundlich und setzte sich zu ihnen. »Nun freilich, ich kenne die Geschichte, aber es steckt viel Aberglaube und Gespensterspuk mit drin.« Alle lauschten gespannt, als er mit einem geheimnisvollen Lächeln zu erzählen begann.